Hey ihr Zombie-Kuschler, willkommen zurück zu Resident Evil 2, dem Remake mit Claire Redfield. Ja, es geht weiter. Ich habe leider vergessen zu speichern letztes Mal, habe also nochmal ganz kurz bis hierhin nachgespielt. Hat sich aber nicht viel geändert. Ich glaube, ich habe einen Schuss mehr oder einen Schuss weniger noch. Naja, verzeiht ihr mir hoffentlich. So, ich entwickle mal den Film und wir sehen, dass jetzt hier eine Hand mit einem Buch drin erscheint. Also der König hat eine Hand oder hängt das Buch drin. Kannst du mal gerade rausgehen, danke. Danke, Claire. Mal gerade rausgehen, bitte. So, und jetzt muss ich sehen, dass ich irgendwie da hochkomme. Und ich habe den Schlüssel aber nicht übrigens. Ich gehe, glaube ich, nochmal ganz kurz zurück. Ich werde vorher speichern, denke ich. Ja, ich weiß, auch wenn es ein bisschen lame ist. Aber ich weiß halt nie, wann unser liebster Feind kommt. Ihr wisst schon, ne? So's. Jetzt gehen wir nämlich nochmal rüber. Und ich hoffe, dass hier keiner von den Leutchens noch Lust hat, mich zu beißen. Ah nee, scheiße, warte mal. Nee, das wäre jetzt dumm. Ich gehe weiter hoch. Ich gehe erstmal weiter hoch. Hat sie sich gerade bewegt? Volle Zippe. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt oben das Stars-Büro schon irgendwie auf ist. Oder halt nicht. Und wir da irgendwie trotzdem auf jeden Fall weiterkommen. Ich schwöre, diese 45er ACP. Ach, guck mal da. Hi. Ganz leise sein, ne? Oh, ich brauche wieder das Ventilrad. Nee, das mache ich nicht auf, glaube ich. So, den Code haben wir ja schon auf dem Plakat gesehen, nämlich Cap. Da diese Wand. Oh. Soll ich aufmachen? Noch mehr Feuergranaten. Geil. Oh, was haben wir denn hier? Da ist schon das Kästchen. Ja, aber hier steht was für den tragbaren Tresor. Das ist ja auch Quatsch, ne? Das ist Quatsch. Ey, Zombie-Mann. Sieht nicht gut aus. Ich lasse den mal hinten in seiner Ecke ein bisschen rum. Oder warte mal. Eben nicht, da hinten liegt was, was ich gerne hätte. Sieht erstmal so schön Asshole nennt. Das ist ein Zombie. Keine Angst dafür, dass er ein Zombie ist. So, nicht rennen. Ganz vergessen, nicht rennen, Claire. Rennen ist böse. Da meldet sich wieder einer. Oh, Kacke. Da ist jemand böse, glaube ich. Oh! You asshole! So, also, wie es aber gleich abgeht. DCP, was? Nee, DCM war es, Entschuldigung. Devil Cry May heißt das. Ja gut, einen Platz habe ich noch. Aber hier liegt der Schlüssel. Ach, kack. Ich natürlich keinen Platz mehr für den Schlüssel. Nee, ich muss erstmal was ablegen, Leute, sonst geht das nicht. Ich brauche hier den Schlüssel, um weiterzukommen. Hast du dir die Hosen gemacht? Wer weiß, das würde vielleicht den Gestank erklären. Dass Zombies sich auch gleich in die Hosen machen, wenn sie zu Zombies werden. Aber oh, was macht sie denn hier? Die war eben noch nicht da. Die hat unten schon den Kopf weggeschossen. Nee, die lag hier. Was? Ich will nicht zweimal schießen. Warum macht sie das manchmal? Na gut, Dickerchen steht nicht nochmal auf. Ich habe schon befürchtet. Warum schießt sie denn manchmal zweimal? Ich will das nicht. Klärgrube. Ich will das nicht. Ja, lege ich auch mal ab. Ich brauche erst das Buch. Macht das alles keinen Sinn? Hi. Anne. Oh, bleib stehen jetzt. Ich hab das eigentlich schon ein bisschen. Oh. Ich glaub, ein bisschen raus, wie sie sich bewegen, aber. Bei manchen Zombies, die wackeln so hin und her, du triffst die einfach nicht. Also, ich treff sie nicht. Die haben ja alle so eine Bewegung, so ein Bewegungsmuster.
Mit dieser gruseligen Ritterrüstung hier an der Wand. Viel zu blöd dafür offensichtlich. Das Bewegungsmuster. Ach jetzt. Haha, du Arschgesicht. Für dich baller ich alles weg, ich bin so schlecht. You asshole. You asshole. Claire. Wortwahl. Junge Dame, Wortwahl. Oh mein Gott, so, das war's. Ja, hab mich auch gewundert, weil jetzt hier noch einer vorbei huscht. Text hol ich mir trotzdem hier vorne. Ich glaube, ich habe gar nicht alle Texte gefunden beim ersten Mal. Warum ist hier immer diese Kacke schon? Ist ja wie in der Kanalisation. Boah, ist es. Nee, oder? Oh mein Gott. Kommt hier jetzt was Neues? Das ist widerlich. Diese Kotstullen überall, guck mal. Nicht geil. Ja, der kaut schön. Richtig durchkauen, ja? Kein Krach, das regt echt nur Aufmerksamkeit. Oh, die hat mich schon gesehen, oder was? Ach komm. Aufhören. Junge Dame. Mir wird echt auf den Zeiger gehen, die Frau. Oh ja. Kommst du auch mit zur Party? Oh nein! Oh, ich hab's gewusst, du! Dummes Scheißvieh. Oh, was ist denn hier? Oh, hier kein Platz. Muss ich jetzt eh heilen. Was war denn hier Schönes? Oh, und? Oh. Ein Film, na toll. Ihr wollt einfach nicht locker lassen, ne? Finde ich ganz gut, wenn ihr hier drin gefangen seid, wisst ihr das? Da geht aber wenigstens nicht auf den Keks die ganze Zeit. Oh, die Munition habe ich ganz vergessen. Vom Anfang. Oh nein, oder? Hätte ich auch nicht wegwerfen. Es sind aber nur 3 Schuss? Ist ja quasi gar nichts. Na, ich hoffe mal nicht, dass die mir jetzt Probleme machen, wenn ich da noch rumlaufe. Die lieben Zombies. Ich muss halt versuchen, jetzt ein bisschen auszuweichen, weil ich habe nicht mehr sehr viel, um mich zu verteidigen. Oh, da vorne steht auch was auf dem Tisch? Nee. Sah so aus. Aber dass sie jetzt in der Haupthalle sind, das finde ich so räudig. Ihr räudische Zombies, ihr räudische. Erstmal den Safe hier auf. Das war 6, 2, 11. 6, 2, 11. Aha. Und wir haben ein erweitertes Magazin. Was? Für die JMB HP3. Spezialzubehör für die JMB HP3. Das die Magazinkapazität auf 26 Patronen erhöht und die Nachladedauer verkürzt. Habe ich leider nicht die Waffe. Woher auch? Du turns a museum into a police station. Eine gute Frage, Claire.
LMAA, okay, na. Oh. Natürlich habe ich dafür auch gerade keinen Platz. Das ist ärgerlich. Was mache ich jetzt? Ich muss irgendwas loswerden. Habe ich jetzt nirgendwo Kisten oder sowas? So, dann hole ich mir das Zepter halt gleich. Ich brauche erstmal die Karte für den Waffenschrank. Geht nicht anders. Oh, was? Oh! Das ist ja wie im alten Spiel. Oh mein Gott. Ohoho. Der kam nämlich auch früher, der blöde Licker. Meine Fresse, ich hätte nicht damit gerechnet. Kommt da so ein scheiß Licker runtergesprungen, aber ich brauche das Zepter noch. Demnächst, mal, bald. Habe ich auch diesen blöden Film eingesteckt? So, der Schlüssel ist jetzt auch nutzlos. Na klar, stehst du jetzt auch auf, ne? Ekelhafter. Oh mein Gott. Ich hasse alles. Warte mal, ich warte jetzt im Waffenschrank. Reicht sogar für beides. Für die Patronen und für den Granatwerfer. Geil. Also Flammenpatronen sind eigentlich auch ein bisschen schwächer als Säure, aber ich weiß nicht. Ich habe mal gelesen, dass die hier stärker werden als die Säurepatronen. Kein Plan, ob das stimmt. Ja! Geile Sache. Oh, da passt echt nur einer rein. Ah. Also früher... Ist jetzt natürlich unrealistisch, aber früher konnte man einfach alles auf einmal reinladen. Und dann hatte man die ganze Zeit flump, 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 flump. Also in anderen Teilen, nicht in allen, aber ich glaube in einem gewissen Teil konnte man alles reinladen. Wie sich hier alle zusammengerauft haben. Hier, ich entwickle mal das Foto, dann kann ich mir wahrscheinlich die ganzen Medaillen holen, obwohl ich die eigentlich nur auswendig kennen müsste. Ja, Krone, ach nee, Krone, Feuer und Vogel. Ich schreibe mir es mal auf. Warte. Also Löwe. Wahrscheinlich ist es ja auch für die neuen Durchgänge dann einfacher. Löwe ist Krone. Feuer. Vogel. Alles klar. Cool. Alles geklärt. Pulver lege ich mal ab. Und die lege ich auch mal ab. Ich habe ja eh noch keine Munition dafür. Aber das stapelt sich alles wunderbar. Wie war das nochmal? Schießpulver mit... Mit Schießpulver kombiniert gibt es Säuregranaten. Ja, nun. Bisher habe ich auch nur das normale und das weiße Schießpulver. Mal sehen, ob ich das orangene bald bekomme. Müssen wir das speichern, hä? Habe ich über Heilung mit, dann passt das schon. Ja, ist der Hilfespray läuft. Lalalala, läuft. Ihr bleibt alle artig, ne? Hier was vergessen, Schließfächerraum, na klar habe ich was. Ah, das, der Zünder, den hole ich mir gleich mal. Ich glaube ich doch über die Bibliothek wieder. Dann kann ich den, auch wenn ich noch keine Batterie habe, zumindest schon mal da oben ablegen, dann habe ich da die ganze Zeit einen Platz weniger. Aber ich kann mich noch in die Kiste legen, ist eigentlich total egal. Ich kann eigentlich auch abkürzen hier. Wenn ich ins Office gehe. Oder auch nicht. Bastard. Wow. Das ist schon ein bisschen doof, ne? So, da ist die Löwenstatue. Das war... Krone. Feuervogel. Das sind andere Symbole übrigens. Ja, eindeutig sind andere Symbole.
Was war das? Ich frage mich ja gerade, was der Trigger dafür ist, dass man jetzt... Warte mal, ich habe ja noch die Dokumente, die lese ich mir auch mal ganz kurz. Die Seite habe ich ja noch gefunden, die eine. Ich das irgendwie das jetzt auslöst, dass der liebe Mr. X kommt. Hä, wo waren das? Ich habe da die rausgerissene Seite irgendwo gehabt. Oh, Brief einer der besten Freundin. Den lese ich mal. Liebe Claire, zuerst einmal vielen Dank für deinen Brief. Und jetzt muss ich mir was von der Seele schreiben. Ich fasse es nicht, dass du das wirklich tun willst. Unglaublich, dass du ganz allein nach Raccoon City fahren willst. Und das nur, um deinen Bruder zu sehen? Was ist bloß in dich gefahren? Ich weiß zwar, wie viel Chris dir bedeutet und dass du ihn seit einem Monat nicht mehr erreichst, aber jetzt bist du verrückt geworden. Du weißt doch, wie viele Perverse und Arschlöcher sich da draußen rumtreiben und nur auf eine heiße junge College-Studentin warten. Es ist zu gefährlich, alleine zu reisen. Aber dein Entschluss steht wahrscheinlich fest, oder? Versprich mir bitte, mich anzurufen, wenn du in Raccoon City bist. Lass deine beste Freundin nicht hängen, okay? Alles Liebe. PS, dein Bruder mag ja der Chris Redfield sein und dir das Kämpfen und Schießen wie kein anderer beigebracht haben. Aber du bist deshalb noch lange nicht unverwundbar. Mach also keine Sperenzchen da draußen. Okay, sie sagt nicht mal, wie sie heißt, die beste Freundin. Das ist schon ein bisschen ulkig. Ja, ich überlege halt echt, soll ich die jetzt schon reinpacken, die Medaille? Am Ende kommt er jetzt dann nämlich. Das wäre richtig, richtig kacke. Der liebe Mr. X, nee. War nicht der Fall. So, warte mal, die Patronen darf ich auch nicht vergessen. Nee, wo habe ich das? Habe ich das überhaupt schon eingesammelt jetzt beim Nachspielen? Ich weiß es nicht. Das wäre echt ein bisschen blöd. Kann sein, dass ich das gar nicht eingesammelt habe, das Heftchen. Das Notizheft. Oh Mann. Ich glaube, ich komme jetzt einigermaßen unbeschadet durch. Der blöde Mr. Leckermann. Oh no. Was zum? Das war jetzt nötig, oder was? Bitte töte mich nicht. Ey, das ist doch so bescheuert. So unnötig und bescheuert. Ich mach die Tür offen, der ballert mir direkt eine. Was soll das denn? Ey, es ist so... Es ist so räudig, ne? Er wird mich beißen, ich gehe da nicht hin. Ich komme da nicht vorbei, das weiß ich jetzt schon. Oh, wie lächerlich der Typ. Dieser Licker, wie lächerlich. Nee, untersuchen. Was war denn nochmal drin in der Kiste? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ein Plan. So was Lächerliches. Da hätte ich nicht mal ausweichen können. Mach halt mal die Backen jetzt. Ich wollte mal ganz kurz hier reingucken. Wieder ganz außen rum jetzt hier. Aber Sperenzchen, das ist ein schönes Wort, dass das hier benutzt wird, finde ich hier ganz nett. Hey, hey, Kumpel. Alles gut, ja? Ja, ja. Alles gut. Lass mich mal kurz überlegen. Nee. Ey. Wow. Da kriegt die Tür also auch auf, ja? Oh, dass hier die ganzen Zombies rumliegen, das macht mich ein bisschen kirre. Da könnte jederzeit einer aufspringen und mich erwischen. So, was ist... Ja, es ist... Hä? Achso, kein Platz. Erstmal das Kästchen. Perfekt. Und da haben wir
Was war es nochmal? Das Stars-Abzeichen mit dem USB-Dongle. Alter, jetzt schon. Guck mal, zack. Geil. Jetzt muss ich halt nur noch ins Stars-Büro reinkommen. Ohne dass mich einer tötet, natürlich. Weg gerade, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Warte mal, ich habe doch das... Achso, das Ventil ist aber für draußen fürs Wasser, oder? Oder ist es schon für die Dusche jetzt gewesen? Ich habe schon wieder vergessen, was das rote Ventil war, weil es gab ja zwei Ventile, oder? Nee, Quatsch, das Ventil brauchte ich draußen gar nicht. Das war ja für hier drinnen als einziges. Ah krass, dann komme ich jetzt schon in Stars Bureau. Bro. Ja, super. Cool. Und weg ist es. Allerliebst, sag ich mal. Na, du wirst mich ja nicht ansprechen, du bist ja tot, das wissen wir schon. Ah! Okay, er ist wirklich tot. Ja, Brandgranaten. Hier noch was? Nee, das war's schon wieder. Okay, ich habe das grüne Kraut. Wie viel schneller das mit Claire alles jetzt geht. Die Figur hatte ich ja erwischt. War das Pulver? Ja, aber ich weiß nicht. Ach komm, ich nehme sie. Ich mache mir gleich wieder Säurepatronen. Scheint ja gar nicht so verkehrt zu sein. Gab's nur zwei diesmal. Frech. Übrigens, was ich jetzt gelesen habe die Tage, das ist total witzig. Hier bei Jill auf dem Schreibtisch ist ja dieser Hund, das Bild von diesem Hund. Und im Englischen steht dann so, ja, there's a picture, could be her boyfriend. Und da ist es halt, oh. Ja, und es ist halt wirklich ein Hund. Could be her boyfriend. War ich so lustig. Leons Mitteilung. Ah, sieh mal, die ist neu. Ja, Claire, ich hoffe, du findest das. Hier drin wimmelt es vor Monstern und dein Bruder ist nicht hier. Verschwinde einfach so schnell du kannst von hier. Ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht, Leon. Ach, da kriege ich die Uzi, ja? Also dieses Maschinenpistölchen. Ist ja interessant. Ja. Das ist wieder von Chris hier. Brief an die Stars-Mitglieder. Ja. This does oh. Not sound like Chris. Okay, wenn sie meint, das hört sich nicht nach Chris an. Du musst ihn ja kennen. So, einen USB-Dongle hole ich mir gleich wieder. Ebenso die Munition. Eigentlich muss ich ja gar nicht mehr her, oder? Das ist die Batterie. Okay, ich muss doch nochmal her für die Batterie. Kleines Memo. Ja. Ah, oh, siehst du, das Secret kann ich noch nicht öffnen. Hier ist auch kein Licker. Jesus, stay back! Oh nein. Okay, hier brauchst du keine Licker. Hier brauchst du nur Mr. X, das Schwein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist halt so schnell. Leck mich doch. Leck mich fett, Mr. X. Du kriegst mich nicht. Oh warte, ich bin so doof. Die Batterie hätte ich mir gleich holen können. Na egal. Okay Leute, ich speichere hier mal. Mach Pause. Ich habe es... Zweimal habe ich jetzt... Nee, dreimal habe ich gespeichert. Oder? Ja, das dritte Mal jetzt. Okay, Leute, das war's für den Part. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Wäre cool, wenn ihr mir ein Like da lasst und wieder einschaltet zu Resident Evil 2, dem Remake. Macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.